Hallo zusammen. Wir haben wieder ein Interview unserer Reihe mit den drogenpolitischen SprecherInnen der Bundestagsfraktionen. Heute bei Carmen Wegge, junge Juso-Abgeordnete in der Fraktion, die engagiert zur Sache geht in Sachen Legalisierung, ganz locker damit umgeht, dass sie selbst schon konsumiert hat. Seit sie 14 ist das erste Mal irgendwie, also auch da ein entspanntes Herangehen an das ganze Thema. Insofern schön hier zu sein heute. Ich freue mich. Herzlich willkommen im DHV-Kanal. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Carmen Wegge. Ich steige mal gleich ein in die ganze Geschichte. Alle wollen jetzt wissen, wie läuft das jetzt hier mit der Legalisierung? Wann ist das? Wann wird Bubatz legal und so? Ne? Aber auch der Weg dahin, ja, wo man sich so fragt, okay, was passiert denn jetzt da? Wieso dauert das alles so lange? Und bei den letzten Interviews, die ich hatte hier mit Herrn Heidenblut und Frau Kappert-Gonter, da hat man noch nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendein Prozess läuft, sondern man hat sie das erste Mal gerade getroffen gehabt oder auch schon mehr als einmal getroffen gehabt, aber dass jetzt da irgendwie was Regelmäßiges vereinbart war, dass man jetzt die Ampelkoalitions-Drogenpolitiker sich da irgendwie alle 2 Wochen treffen, wenigstens mal oder so, war da nicht abzusehen. Fühlt sich das jetzt schon irgendwie an wie ein organisierter Prozess, das Ganze? Also zumindest innerhalb unserer Fraktion ist es definitiv schon ein organisierter Prozess. Wir haben alle, die quasi für das Thema zuständig sind im Bereich Finanzen, Landwirtschaft, Familie und so, an einen Tisch gebracht und wir treffen uns jetzt regelmäßig, um eine SPD-interne Positionierung zur Legalisierung zu finden, also wie wir uns das vorstellen. Und dann muss man immer noch so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja die Legislative und die Exekutive. Wir sind ja nur, oder was heißt nur, wir sind die Legislative und wir müssen quasi für diesen ganzen Legalisierungsprozess eigentlich erstmal darauf warten, dass was aus der Exekutive kommt, weil im parlamentarischen Verfahren ist es so, der Karl Lauterbach wird uns jetzt quasi einen Entwurf vorlegen, einen Gesetzesentwurf, dann geht es erstmal in den Gesundheitsausschuss, dann in alle Ausschüsse, die mitberaten, dann haben wir die erste, zweite, dritte Lesung und erst dann setzen wir uns als Parlamentarierin eigentlich damit auseinander, mit dem, was die Regierung im Bereich Legalisierung möchte. Damit geben wir uns jetzt natürlich nicht zufrieden. Deswegen haben wir ja jetzt auch schon diese Runden, damit wir natürlich unserem Gesundheitsminister schon mal was mitgeben können, wie wir uns das denn genau vorstellen. Ja, da sind wir ja mittendrin im Lauterbach-Problem, was ich ja gerne im Moment halt immer mal aufzeige, ja, weil da kommt ja nichts aus dem Gesundheitsministerium dieses Jahr. Lauterbach hat gesagt, er hat jetzt seine Vorhabenliste fertig für dieses Jahr, da steht Cannabis halt nicht drauf. Wenn noch mal irgendwo Zeit vom Himmel fällt, dann können wir das ja machen, sagt er, ne? Aber ansonsten fangen wir nächstes Jahr an. Also wir sehen da tatsächlich, oder ich sehe da wirklich einen Knackpunkt, also auch vom Zeitplan her. Sie haben ja gesagt im letzten Interview auch, ne, bis Ende 23 wollen wir fertig werden. Fand ich ein ganz interessantes Argument auch von wegen, naja, die Leute sollen sich ein bisschen dran gewöhnen vor der Wahl, das soll nicht ein wahlbestimmendes Thema sein, finde ich eine logische Argumentation. Aber Karl weiß scheinbar nichts davon, ne? Wenn wir dieses Jahr nicht anfangen, dann werden wir in die Wahl reinlaufen, wenn wir Glück haben und wenn nicht, ja, dann passiert halt nichts. Ja, also ist das nicht ein Problem? Ich sag mal so, ich bin ja jetzt neu im Bundestag, ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen, wie so die Abläufe sind, aber so wie ich das mitbekommen habe, ich bin ja im Rechts- und im Innenausschuss, ist es halt so, die Ministerien legen einen Vorhabenplan vor, immer für das Jahr, das ist dann aufgegliedert nach Vorhaben pro Quartal und das bedeutet halt aber auch, dass dann die Regierungsentwürfe da sind. Also wenn da jemand sagt, okay, also ich mache zum Beispiel die Streichung von 219a, mache ich auch, wurde gesagt, erstes Quartal, Regierungsentwurf ist da und dann geht's quasi in dieses parlamentarische Verfahren. Und jetzt nur, weil 2022 quasi noch kein Regierungsentwurf zur Legalisierung kommen soll, heißt das nicht, dass im Gesundheitsministerium jetzt nicht dran gearbeitet wird. Also im Gesundheitsministerium gibt es ein eigenes Referat, ein eigenes BTMG-Referat. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie sich auch jetzt schon damit auseinandersetzen, genauso wie unser neuer Bundesdrogenbeauftragter, der Burkhard Blinert. Ich bin mir sehr sicher, dass da im Hintergrund schon Vorbereitungen laufen, weil die müssen ja auch in dem Bereich irgendwie arbeiten und sich mit dem Koalitionsvertrag auseinandersetzen. Was das bedeutet, wenn Karl Lauterbach jetzt quasi sagt, 2022 noch nicht, 2023 fangen wir an, bedeutet das, dass 2023 ein Regierungsentwurf kommen wird. Also wenn das sein Plan ist, so finde ich das sehr gut. Das wäre auch mein Wunsch. Und dann heißt es nicht, dass wir nicht 2023 nicht fertig sein können. Also ich habe bis jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendein Beamter oder eine Abteilung den Auftrag hat, am Gesetz zu arbeiten. Also der Startschuss ist nicht gefallen, glaube ich jedenfalls. Ja. Aber gut, gucken wir mal. Ja. Wir werden mal sehen, ob da was kommt oder nicht. Beziehungsweise wir werden auch weiter am Lauterbach dranbleiben, bis er sagt, ja, alles klar, wir machen das. Ja. Also das will ich gerne mal hören von ihm. Ja. Also einfach nur sagen, ja, gerade keine Zeit für, ja, das ist gerade nicht so wichtig, das reicht nicht. Ja. Also muss man wirklich befürchten, dass das Ganze verschleppt wird.
Vielleicht können wir an dem Punkt ganz gut auch direkt zur ganzen SPD oder SPD-Fraktion. Da laufen eben jetzt diese Gespräche Richtung eigene Positionierung und so. Und man muss ja erstmal davon ausgehen, dass die SPD von den drei Koalitionspartnern die Fraktion ist, die am wenigsten motiviert ist dabei. Steht ja auch nicht im Programm drin, die Legalisierung, nur so halb irgendwie. Die haben sich überzeugen oder überreden lassen in den Koalitionsverhandlungen von Grünen, FDP vielleicht auch, weiß ich nicht so genau. Und gleichzeitig sind aber ja in der neuen Fraktion jede Menge Jusos, von denen ich mal annehme, so wie Sie, ne? Super engagiert, super Legalizer und so. Ist das da ein Kulturkampf oder wie tickt die SPD-Fraktion in dem Punkt eigentlich im Moment? Kann man da irgendwas zu sagen? Also ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass die Mehrheit in der Fraktion vollkommen offen ist bei dem Thema. Und man muss natürlich auch sagen, die SPD, die ist so eine Partei, wenn die hat eine Vision, die hat einen Auftrag, die hat Arbeit und das wird abgearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, im Koalitionsvertrag ist das vereinbart und dass man sich jetzt da dagegen stellt, das wäre, also jetzt sage ich jetzt mal aus einer Perspektive, wie ich die SPD kenne, eher ungewöhnlich. Mhm. Also alle, die sich quasi bei uns in der Partei mit dem Thema jetzt auch beschäftigen müssen, weil sie dafür zuständig sind in den entsprechenden Ausschüssen, sind auf jeden Fall sehr ernsthaft mit dabei. Und es ist ja auch ein total komplexes und deswegen auch super spannendes Thema. Es ist ja nicht nur eine Legalisierung von einem Genussmittel, sondern es ist ja zum einen eine riesige Verwaltungsentlastung, wenn man jetzt mal über Justiz und Sicherheitsbehörden spricht. Also es hat mehr Einnahmen für den Haushalt, das heißt auch unsere HaushälterInnen freuen sich darüber. Also ich glaube tatsächlich, dass da alle sehr aufgeschlossen sind und das jetzt auf jeden Fall nicht von sich wegschieben. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich habe schon das Gefühl, dass der Dirk Heilenblut und ich schon auch die sind, die da jetzt ordentlich antreiben und auch sagen, ja, wir wollen das und das wird wohlwollend gesehen. Den Eindruck habe ich auch, ja, das merkt man schon, dass da engagierte Leute mit Ihnen beiden da zugange sind. Und dieser Jusos-Faktor in der Fraktion, spielt das irgendeine Rolle? Die ganzen jungen Leute, ist das irgendwie wichtig in dem Zusammenhang? Also ich glaube, ob man jetzt für oder gegen eine Legalisierung ist, hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Ich glaube aber schon, dass wenn man politisch ist und jung, man in der Regel für die Legalisierung ist. Und ich glaube auch, dass es uns einfacher fallen wird, eine Mehrheit zu finden für unsere Positionierung bei der Legalisierung, als das vielleicht noch vor einem Jahr der Fall gewesen wäre. Ja, zu den ganzen Details dieser Legalisierung kommen wir nachher nochmal, ne? Worauf man sich eigentlich alles einigen muss, zumindest mal so ein paar grobe Geschichten. Aber ich hatte ja auch gefragt nach der Ampelkoalition an sich, also nicht nur Diskussionen innerhalb der Fraktion, sondern wie ist das auch mit den Kollegen FDP, Grüne? Gibt es da auch schon regelmäßige Treffen, wo man schon versucht, erste wesentliche Linien zu vereinbaren? Also jetzt quasi für meine Bereiche, die ich betreue, Recht und Innen, ist es bis jetzt nicht so. Tatsächlich steht jetzt demnächst in einem anderen Rahmen ein Austausch an, wo ich mir auf jeden Fall mal meine zwei Kontrahentinnen beziehungsweise Weggefährten in dem Weg aus dem Innenbereich einfach mal schnappen werde, um mal ein bisschen mit denen zu quatschen. Man muss aber schon sagen, im Bundestag ist alles sehr hierarchisch auch aufgebaut, auch innerhalb der Fraktion. Und es ist halt ganz klar, dadurch, dass es im Gesundheitsministerium liegt, sind die federführenden Verhandlerinnen und Verhandler die im Gesundheitsausschuss sitzen werden. Klar haben wir alle anderen auch viel mitzureden, deswegen versuchen wir ja jetzt auch alle mitzunehmen. Aber das heißt, wenn ein tatsächlicher regelmäßiger Austausch sinnvoll ist, dann bei den Gesundheitsleuten. Ja, aber da Sie auch und für die Legalisierung haben sich auf jeden Fall schon getroffen, kann ich an der Stelle sagen. Wie regelmäßig die das machen werden, das weiß ich nicht. Okay, da höre ich mal raus, da ich einfach mal unterstelle, dass Sie das wissen müssen als mitzuständig für Legalisierung, dass da noch keine regelmäßigen Gespräche stattfinden bei den Gesundheitspolitikern in Sachen Cannabis-Legalisierung der Ampel-Zuständigen sozusagen. Naja, ich würde sagen, es ist nicht in meiner, also ich ist jetzt nicht meine Position, das irgendwie zu verraten. Ich glaube, wenn man den Dirk fragt, dann antwortet er da bestimmt. Okay, mach ich dann wieder. Ja. Genau. Ja. Okay. Zu den ganzen Details jetzt. Wir hatten gerade zum Beispiel auch die Frau Lüttke wieder, die in der Apothekerzeitung gesagt hat, dass die Apotheken ein Stück vom Kuchen abkriegen sollen, dass die also auch Recreational Cannabis verkaufen sollen. Wie sehen Sie das? Macht das Sinn?
Also worauf wir uns ja erstmal im Koalitionsvertrag geeinigt haben, waren lizenzierte Geschäfte. Da stehen jetzt Apotheken erstmal nicht dabei. Wenn man jetzt gesagt hätte, das sollen nur Apotheken machen, dann hätte man das auch so da reingeschrieben. Ich glaube, dass es möglicherweise für den Übergang sinnvoll sein kann, dass man das auch Apotheken ermöglicht, weil wir uns ja noch gar nicht darauf geeinigt haben, was bedeutet das eigentlich mit den Lizenzen? Was ist daran geknüpft? Braucht man da eine Ausbildung zum Beispiel für? Wie viel Fachwissen braucht man, um sowas verkaufen zu dürfen? Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Menschen, die eine pharmazeutische Ausbildung haben, zum Beispiel die Voraussetzungen schon erfüllen, während andere sie noch erwerben müssen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass auch Apotheken Lizenzen erwerben können oder quasi sich um so eine Lizenz bekommen können. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass nur Apotheken das dürfen, sondern meine Positionierung jetzt erstmal so aus dem Bauch heraus wäre auf jeden Fall zu sagen, nee, das muss offen für alle sein. Okay, also auch offen für Apotheken. Das ist ja auch eine gewisse Aussage. Also ich persönlich halt nicht viel davon, von dem Verkauf in Apotheken. Sieht die Community aber durchaus auch unterschiedlich. Und vielleicht an der Stelle auch an euch nochmal. Ja, meine Aufgabe hier ist nicht irgendwie lautstark Forderungen zu stellen, ja, sondern Fragen zu stellen. In dem Fall, wir führen hier ein Interview. Und das ist nicht dasselbe wie ein Lobbygespräch hinter verschlossenen Türen oder irgendwelche Forderungen auf einer Demo. Ja, das nochmal kurz dazu gesagt. Gehen wir mal auf die internationalen Verträge und auf die schnelle Entkriminalisierung der Konsumenten. Beides sind ja im Prinzip Themen, die man jetzt vor dieser ganzen Geschichte einschleusen könnte und sollte, meiner Meinung nach. Ja, da haben wir ganz klare Meinung dazu, weil das keinen Sinn macht, jetzt 2 Jahre lang über die Details der Shop-Verkäufe da irgendwie zu sprechen und hunderttausende Strafverfahren weiter durchzuziehen. Mhm. Wie sehen Sie das? Wie sieht das die SPD-Fraktion? Gibt es da schon irgendwie auch eine Marschrichtung? Ja, also ich persönlich bin für eine schnelle Entkriminalisierung. Das mal vorweggeschickt. Ich glaube, als Juristin, die halt auch sieht, was da passiert und wie auch Existenzen daran hängen, ist es mir persönlich ein großes Anliegen, schnellstmöglich zu entkriminalisieren. Ich würde aber schon sagen, dass die Stimmung nicht bei uns in der Fraktion unbedingt, sondern bei den Menschen, die Stand jetzt sich mit dem Thema auseinandersetzen, eher ist, wir wollen direkt und umfassend legalisieren, als eine Entkriminalisierung vorzuziehen, weil man Angst hat, dass dann die Legalisierung nicht kommt. Ich glaube, dass es für mich persönlich nicht der Weg ist, den man gehen sollte. Ich versuche das dann quasi nochmal einzubringen, weil ich ja für den Rechtsbereich auch zuständig bin, auch nochmal die Diskussion zum Beispiel über eine Amnestie aufzumachen. Dass man sich da eben nochmal mit auseinandersetzt, weil wenn wir jetzt nicht entkriminalisieren, gibt es möglicherweise, ich glaube, das ist ein großes Streitthema, die Amnestie, trotzdem gäbe es da zum Beispiel die Möglichkeit, das zumindest rückwirkend wieder gut zu machen, dass wir nicht sofort entkriminalisiert haben. Hört sich aber auch nicht so an, also Sie sind grundsätzlich dafür, persönlich und so weiter. Bei der SPD-Fraktion ist schon ein bisschen wackelig irgendwie, aber also klingt für mich nicht so, als würden Sie jetzt in den Kampf ziehen und sagen, auch in Diskussion mit den anderen Koalitionspartnern das noch durchsetzen zu wollen oder so. Ich sag mal so, das ist ja jetzt ein Interview und kein Lobbygespräch. Deswegen kann ich an der Stelle nur sagen, ich setze mich auf jeden Fall auch intern dafür ein. Wo die Hürden sind, das muss man dann halt innerhalb der Fraktion klären. Ja, sehr schön. Internationale Verträge wäre auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, da kann zumindest die Fraktion dann irgendwie mal zeigen, dass sie ernst meint mit der ganzen Legalisierung. Da draußen sind ja so viele Politikverdrossene, die sowieso alle sagen, die verarschen uns sowieso alle nur und da kommt sowieso nichts mit Legalisierung. Ne? Ihr seid ja alle blöd. Wenn dann noch nicht mal die schnelle Entkriminalisierung kommt, die halt eigentlich sich aufdrängt, logisch irgendwie, dann wäre das mit den internationalen Verträgen eben auch so ein Punkt, wo man wirklich sagen könnte, ne, wo ich persönlich beeindruckt wäre, zu sagen, oh, sie haben echt durchgezogen jetzt. Ne, haben wir mit den internationalen Verträgen ausgetreten, wieder eingetreten, mit Ausnahme Cannabis. Kommt das? Kann ich Stand jetzt noch nicht sagen. Ich möchte aber schon sagen, dass uns durchaus bewusst ist, dass wenn man sagt, das ist ja 2022 noch nicht im Vorhabenplan, dass das durchaus notwendig wäre, auch zu signalisieren, dass wir es ernst meinen. Deswegen sind wir da in Gesprächen und ich glaube, allen ist tatsächlich inzwischen bewusst geworden, dass es sowas wie internationale Verträge gibt und dass wir da raus müssen und dass es da Kündigungsfristen gibt und so. Genau, deswegen hoffe ich, dass es kommt oder zumindest ein anderes Signal kommt, aber das werden wir dann sehen und da auch nur da kann ich auch nur sagen,
ist auf dem Schirm. Wir nehmen die Community und auch den Weed Mob, der mir ja immer wieder wunderbare, nette Nachrichten auch hinterlässt, versuchen mitzunehmen und ihnen auch zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Oh, jetzt bin ich aber schwer in der Bedulie, ob ich jetzt mit Weedmob weitermache oder mit den internationalen Verträgen. Nochmal kurz die Verträge rund gemacht. Sie sprechen immer von Austreten speziell, aber nicht von diesem ganzen Prozess, dass man da im Prinzip wieder eintreten würde. Normalerweise jedenfalls wäre das so das Vorbild Bolivien, die das für Coca-Blätter ja so gemacht haben. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass man im Zweifel wieder eintreten muss, weil man würde sich ja sonst, also da in diesem internationalen Verträgen, da geht es ja nicht nur um Cannabis, sondern auch um ganz, ganz viele andere Drogen. Und deswegen wäre es quasi insgesamt nicht klug zu sagen, wir sind da jetzt für immer raus und dann hat sich so die Sache, weil das würde ja bedeuten, wir könnten auf internationaler Ebene in dem Bereich nicht mehr mitreden. Und das wollen wir ja natürlich schon. Und deswegen müssen wir uns halt auch eben ganz gut überlegen, wie macht man das denn dann tatsächlich? Und genau, deswegen. Also ich persönlich finde das sinnvoll, da draus zu bleiben. Ja, ich finde die Prohibition grundsätzlich irgendwie Unsinn. Aber das ist nicht durchsetzbar im Moment, denke ich. Und das ist im Prinzip diese Ansage, lass uns da austreten aus den internationalen Verträgen. Genau aus dem Grund für viele doch, das weckt Widerstände. Ne? Ich frage mich schon irgendwie, ob man das nicht irgendwie anders nennen kann einfach. Weil im Grunde, wenn man austritt und mit der Ausnahme Cannabis wieder eintritt, dann ist ja unterm Strich am Ende nichts anderes passiert, als dass man eine Ausnahme für Cannabis angemeldet hat, sozusagen. Auf das klingt schon ganz anders als austreten. Auf der anderen Seite, was heißt, es ist nichts anderes passiert? Wir hätten dann die Legalisierung in Deutschland und das ist ja wohl das, was man möchte. Nee, ich rede nur vom Wording. Ja? Also, ein Austritt aus den internationalen Verträgen, wenn man gar nicht ausgetreten ist am Ende des Prozesses, sondern eben nur eine Ausnahme angemeldet hat quasi oder angezeigt hat. Vielleicht kann man das so verkaufen, dass das die anderen besser nehmen, so, ne? Weil einfach gar nicht so ein Drama ist mit Austreterei. Ja, da muss man dann mal mit den anderen Ländern in Kontakt treten, die das ja jetzt schon durchgemacht haben, den Prozess. Vielleicht gibt es da noch andere Möglichkeiten, aber so Vertragswerke sind ja am Ende immer relativ eng. Auch bei völkerrechtlichen Verträgen wissen auch alle, dass man eigentlich jetzt nicht sanktioniert wird, wenn man dagegen verstößt und einfach drin bleibt und nichts macht. Ja, aber es ist halt die Frage, ob man so mit internationalen Verträgen umgehen möchte. So, ja, genau. Wie Kanada, ne? Ja. Die haben einfach ignoriert. Da finde ich den formalen Prozess schon auch irgendwie besser. Aber gut, wenn wir sehen, was dabei rauskommt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Sie haben gesagt, es gäbe vielleicht noch andere mögliche Signale, dass man das ernst meint, die vorgezogen werden könnten, außer Entkriminalisierung und internationale Verträge. Was haben Sie denn da noch im Kopf? Ja, also zum Beispiel gibt es schon im Rechtsbereich auch noch andere Möglichkeiten. Ich fände es zum Beispiel schon schön, wenn wir uns nochmal mit den Grenzwerten bei Führerschein nochmal mit auseinandersetzen und das irgendwie vielleicht auch nochmal anpassen. Also das wäre zum Beispiel schön, wenn wir da schon mal einen kleinen Schritt weiterkommen. Also das wäre zum Beispiel was, wo ich denke, das wäre nett. Ansonsten könnte man auch zum Beispiel die geringe Menge mal definieren im BTMG. Das sind aber also Sachen, die stehen halt einfach im Raum. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir da tatsächlich auch was hinbekommen. Aber das sind zumindest Dinge, für die ich mich einsetze, gerade auch bei den Führerscheinen. Weil ich kriege ja jetzt auch wirklich viele Zuschriften von Menschen, die in der MPU sind und so. Und das sind ja wirklich schreckliche Geschichten zum Teil, wo den Menschen da auch die Existenzgrundlage entzogen wird, die stigmatisiert werden. Und ich finde, das ist eigentlich ein Zustand, der auch jetzt gar nicht mal so unter dem Cannabis-Aspekt, sondern tatsächlich unter dem gesellschaftlichen und dem Gerechtigkeitsaspekt so auch einfach nicht passieren dürfen. Mhm. Womit die Verkehrspolitiker auch noch im Boot sind. Klar sind die im Boot. Na, mal gucken, bin gespannt. Alle sind im Boot. Deswegen ist diese, alle wollen immer schnell, schnell, schnell. Aber das ist, es sind alle im Boot. Und wenn da 20 Leute mitreden, dann dauert das auch manchmal ein bisschen länger. Mhm. Wobei das ja in dem Fall sogar schneller gehen soll, ne? In dem Sinne von wegen Signal schon mal was vorweggenommen irgendwie. Und das hat ja mit dem ganzen anderen Kram ja auch gar nichts zu tun. Das sind ganz andere Rechtsbereiche, Führerschein, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz und so weiter. Hat ja sonst nichts mit Betäubungsmittelrecht zu tun. Ja. Vielleicht geht was. Also bin ich auch sehr gespannt, ob da ein Vorwärtskommen ist. Bis jetzt sieht man nicht wirklich viel Vorwärtskommen. Thema Eigenanbau vielleicht nochmal, so was jetzt die ganzen Details angeht. Also eine Legalisierung ohne Eigenanbau ist ja eigentlich keine richtige Legalisierung, oder? Weiß ich nicht.
würde schon sagen, dass es auch ohne Eigenanbau geht. Ich glaube aber trotzdem, dass wir eine Regelung zum Eigenanbau brauchen. Und wie sind da die Widerstände? Also im Programm hatten dann nur die Grünen. Deswegen bin ich da halt besorgt, sage ich mal, ja, was das angeht. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Streitpunkt. Weil da wird es halt dann darum gehen, wie ist der Gesundheitsschutz zum Beispiel gewährleistet, wenn man Eigenanbau ermöglicht. Kann Eigenanbau nur in geschützten Räumen passieren, wie zum Beispiel diesen Social Clubs? Also da geht es tatsächlich, glaube ich, vordergründig vor allem um Gesundheitsschutz. Und dann wird es natürlich auch darum gehen, schafft man da nicht nochmal einen Parallelmarkt zu einem wirtschaftlichen Markt, den man halt eigentlich aufgemacht hat? Und wie rentabel ist es dann am Ende des Tages? Ich habe ja gesagt, auch die Haushälter freuen sich, ja, dass man da Mehreinnahmen hat. Ich meine, wir können das Geld gut gebrauchen. Ich habe vorhin auch mal gesagt, ja, und dann können wir uns vielleicht doch noch die kostenlose Kinderbetreuung in Deutschland leisten, wenn wir die paar Milliarden mehr im Haushalt haben. Das wäre ja super schön. Und deswegen glaube ich schon auch, dass es nochmal ein Wirtschaftsaspekt ist. Und deswegen sind die Wirtschaftler natürlich auch mit dabei. Ja, das ist natürlich das Argument des Teufels, ne? Wo die ganzen Vorurteile befeuert werden, von wegen, die wollen nur Kasse machen da, deswegen wollen die weiter die Grower verfolgen. Das hat man eher so der FDP angeklebt, im Sinne von, die sind ja die Oberwirtschaftsparteileute da irgendwie, die interessiert das ja nicht mit den Bürgerrechten, die denken nur an die Knete. Mhm. Das war einfach pauschal, klischee-mäßig mal hingerotzt so. Aber wenn das SPD-Leute im Prinzip dann auch so sagen, ja, könnte schwierig werden da draußen. Ich würde nicht sagen, dass das SPD-Leute sagen, aber ich würde sagen, das sind gängige Argumentationsmuster, die halt kommen beim Eigenanbau. Und deswegen muss man sich halt gut überlegen, wie kann man denen begegnen und wie schafft man quasi auch einen sicheren Rahmen, in dem Eigenanbau funktionieren kann. Mhm. Und man sich halt eben nicht im Wege steht, weil man muss diese Argumente, die muss man halt einfach wegräumen, wenn man die Legalisierung mit Eigenanbau möchte. Und deswegen muss man sich meiner Meinung nach auch immer mit Gegenargumenten auseinandersetzen, um sie dann entkräften zu können. Absolut, das nehme ich mal als Arbeitsauftrag auch mit quasi, ja, mal zu sehen, okay, wie kann man denn das Ganze so darstellen, ne, und einhegen, keine Ahnung, beregeln, dass das eben keine Probleme mit sich bringt. Ja. Sie haben den Weedmob angesprochen, ja, die Internet-Community insgesamt, das gibt ja auch von ganzen anderen Plattformen jede Menge Leute, die kommentieren und Fortschritt sehen wollen, Druck machen auf die eine oder andere Art und Weise. Ist das hilfreich unterm Strich? Also ich würde mal so sagen, ich brauche eigentlich den Druck vom Weedmob nicht. Also weil mir das Thema selber so sehr am Herzen liegt, dass ich jetzt nicht glaube, dass mir der Weedmob täglich in hunderten Tweets mitteilen muss, dass es ihnen nicht schnell genug geht und dass doch jetzt endlich mal was passieren muss. Weil wir ja quasi hier hinter verschlossenen Türen tatsächlich jeden Tag daran arbeiten, dass das was passiert und es auch so schnell wie möglich passiert. Ich muss aber schon sagen, dass ich es auch manchmal mich darüber freue, dass der Weedmob da ist, insbesondere weil bei den anderen Themen, mit denen ich mich beschäftige, wie Feminismus, also Streichung 219a, Kampf gegen Rechts, man da doch viele alte weiße Männer hat, die Hasskommentare hinterlassen. Und da freue ich mich dann immer über die Liebe vom Weedmob, die es im Weedmob auch gibt. Es gibt nicht nur Ungeduldige, sondern auch Menschen, die unterstützen. Ich sage jetzt trotzdem mal, man muss nicht jetzt jeden Kommentar dann in Verbindung zur Legalisierung setzen. Das ist immer so ein bisschen das, was der Weedmob macht. Das ist vielleicht auch ein Sport, den ich dann meistens mit einem Augenzwinkern und Schmunzeln wahrnehme. Bin manchmal schon versucht zu sagen, aber jetzt bitte kein Kommentar zu Cannabis darunter. Genau, also ich nochmal zusammengefasst, ich glaube, ich brauche den Druck nicht. Andere vielleicht schon und deswegen finde ich das auch gar nicht so schlecht, quasi, dass der Weedmob den Druck auf diese Art und Weise auch hochhält. Mhm. Es geht ja auch nicht nur um jetzt Druck im Sinne von böse Kommentare, sondern auch durchaus um Support, ne, für vernünftige Positionen. So sehe ich das auf jeden Fall mindestens genauso wichtig, irgendwie den Leuten zu zeigen, ja, das ist die richtige Richtung, ja, mach weiter, du bist unser Held und so. Ja, deswegen, ich sage ja, die Liebe des Weedmobs, die tut mir auf jeden Fall sehr gut und den Druck, den sie gleichzeitig ausüben, mit dem komme ich klar und mit dem kann man im Zweifel auch ganz gut argumentieren. Ja. Und gerne ein bisschen themenspezifischer, wenn es wirklich im Posting um Cannabis geht, sozusagen. Ja, also ich meine, wenn da jetzt was zur Ukraine steht und dann jemand sagt, und dann jetzt bitte legalisieren, dann finde ich das manchmal absurd, welche Bögen das nimmt oder
von 219a auf den 29 Arzt von Lieb zu kommen, ist natürlich schon eine sportliche Kurve, die man da nimmt, aber mei, ist halt so. Ja, ist doch nicht so wichtig mit dem Krieg, ja, endlich mal legalisieren hier. Ja, genau. Schwierig, und jetzt ja, schon wieder ein Grund, genauso wie mit der Corona-Pandemie. Man muss ja, da muss ich vielleicht auch nochmal eine Lanze für Karl Lauterbach irgendwie brechen. Ich meine, ich glaube, wir haben uns alle gefreut, dass der jetzt da endlich am Ruder ist und wir da im Zweifel auch ein bisschen besser durch die, oder einen Experten haben, der auch weiß, was da passiert. Und das große Thema, was halt im Gesundheitsministerium auch ist und sein wird, ist halt einfach auch die psychischen Folgen zum Beispiel, die Corona jetzt gerade bei Kindern und Jugendlichen ausgeübt hat. Und es ist kein Thema, was Karl jetzt, glaube ich, unwichtig ist, aber es ist natürlich schon so, dass er echt gerade ganz schön viel Arbeit vor der Brust hat. Und deswegen würde ich da quasi nochmal um Verständnis werben, aber es ist ja eben nicht nur Karl Lauterbach, der daran arbeitet, sondern der hat ein gesamtes Ministerium. Deswegen würde ich ihn jetzt noch nicht aufgeben. Ja, mir reicht es ja, wenn der einmal kurz sagt, so Ministerium, mach mal da, ne? Und lass mich in Ruhe damit, aber setz mal irgendeinen Beamten dran. So. Ja, wäre ja schon cool. Wollen Sie noch irgendwas uns mitgeben, als Handverband, als ganze Community irgendwie, was noch hilfreich sein könnte, an welcher Stelle gezielt irgendwie Support sinnvoll wäre oder wo man mal irgendwie Aufmerksamkeit hinlenken sollte? Also ich glaube tatsächlich, dass die Thematik um die Führerscheine wirklich wichtig ist. Das ist auf jeden Fall was, was man nochmal, also ich meine, das wird ja schon gemacht, aber vielleicht auch nochmal in den Vordergrund stellen kann, weil das einfach, glaube ich, auch was ist, was Menschen verstehen, die jetzt nicht unbedingt für die Cannabis-Legalisierung sind, dass es ungerecht ist, wie da mit umgegangen wird. Also das auf jeden Fall schon, und ich glaube, der Support vom Handverband und auch vom Weedmob dann zum Beispiel, der wird dann sehr, sehr wichtig sein, wenn wir dann tatsächlich in den Arbeitsprozess einsteigen, und das wird 2023 sein. Da brauchen wir dann die geballte Power, würde okay. ich sagen. Einen Punkt habe ich noch, den ich noch loswerden wollen würde. Bundesrat. Ich denke ja, dass das ein ernsthaftes Problem ist, was die ganze Show stoppen kann am Ende, oder? Ja, also das stimmt. Wir brauchen den Bundesrat, wenn wir eine echte Legalisierung machen wollen. Das ist zumindest Stand jetzt unsere Einschätzung. Also ich gehe davon aus, dass wir in den Beratungen und auch in den Positionierungen schon schauen würden, gibt es Möglichkeiten, es ohne den Bundesrat zu machen oder es in Scheiben zu machen und so. Aber das Ziel ist natürlich schon, es auf einmal zu machen und eine Mehrheit im Bundesrat für uns zu haben. Auch deswegen kämpfen wir gerade so bei den Landtagswahlen, dass wir die Mehrheiten im Bundesrat drehen. Weil wenn wir es gescheit machen wollen, da brauchen wir eine Mehrheit im Bundesrat. Ja. Und den sehe ich die Mehrheit sehe ich mit der Union jetzt, Stand jetzt nicht. Ja, das, ja, genau. Das könnte der Weedmob vielleicht mal machen. So ein bisschen mehr die Union bespielen. Mhm. Ja, zu dem Das ist tatsächlich was, also vielleicht kann man da ja noch Überzeugungsarbeit leisten. Also ich glaube, ich brauche die Mails oder die Tweets gar nicht so sehr, wie sie vielleicht UnionspolitikerInnen bräuchten. Als Handverband sind wir dran. Wir haben gerade auch Werbespots sozusagen für Saarland freigeschaltet und werden da noch mal ein bisschen was investieren, auch bei den weiteren Landtagswahlen. Wobei das natürlich auch was schwierig ist, da quasi jetzt darüber indirekt die Ampel zu supporten, indem man sagt, ey, verhindert die CDU da im Bundesrat. Während gleichzeitig die Leute schon noch vor lauter Ungeduld sagen, es wäre jetzt mal Zeit für einen Denkzettel an die Ampel. Parteien. Ja, da würde ich Ihnen jetzt hier das letzte Wort geben, da nochmal irgendwie zu sagen, warum das vielleicht keine gute Idee ist, jetzt einen Denkzettel für die Ampelparteien oder wieso. Ne? Jetzt nach wie vor die Ampel den Support wert ist. Sag mal so, die Legalisierung kommt nur mit uns. Also andere Parteien, ja gut, die Linke ist natürlich auch dafür, aber ich sag mal, alle anderen Parteien, ja, mit denen wird das nicht kommen. Und deswegen brauchen wir keinen Denkzettel, sondern wir brauchen Support. Okay, dann lassen wir das mal als Schlusswort so stehen. Leute, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, man sieht sich.